Hallo, meine lieben Freunde. Hier sind wir wieder, die Matrixer. Mit Jonathan. Und Shiva. Wir sind Bewusstseinsforscher und wir beschäftigen uns mit Luzides Träumen. Astralreisen, Spirituelle Dissoziation. die Zirbeldrüse. Und die Matrix verlassen. Genau. Das sind so unsere Hauptthemen, die wir haben. Und dazu stellen wir auch immer wieder Videos her. Wir haben jetzt, glaube ich, schon, keine Ahnung, um die 200 Videos oder so, wenn ich das richtig sehe. Und heute geht es um das Thema. Wurdest du schon mal in einem Traum erschossen? Und wenn ja, was ist dann passiert? Ja, das ist heute unser Thema. Realität wechseln durch Sterben ohne zu sterben. Richtig, denn wie ihr vielleicht schon aus unseren Videos erkennt, einige von euch zumindest, die unsere Videos auch kennen, sind wir ja Vertreter der Mehrwelttheorie. Das heißt, es gibt nicht nur eine Alltagsrealität, sondern Hunderte. Unendlich viele. Unendlich viele. Und in dem Zusammenhang, mag man sich vielleicht an das philosophische Beispiel erinnern. Es gibt so viele Möglichkeiten, so viele Realitäten, dass ein Affe, der wild auf einer Tastatur herumtippen würde, in einer Realität tatsächlich das ganze Stück von Hamlet schreiben könnte. Genau, also jede Möglichkeit, die ihr euch vorstellen könnt, also jede Realität, die ihr denkt, die möglich ist, auch wenn ihr da ganz woanders wohnt oder etwas ganz anderes macht, existiert auch. Das bedeutet also, es gibt nicht nur eine Shiva Nein. und einen Jonathan, nein, ganz viele, die halt in Parallelwelten leben. Und wenn ihr nachts träumt, dann schließt ihr euch mit eurem Bewusstsein an eine dieser alternativen Realitäten an und spielt Beobachter, Zuschauer desjenigen, der ihr dort seid. Ja, und in dem Zusammenhang, wird ja auch ersichtlich, warum wir eigentlich träumen. Ja. Wir träumen, weil wir eben unsere alternativen Ichs, unsere alternativen Selbste in ihren alternativen Alltagsrealitäten aufsuchen und können dort dann eben Mäuschen spielen. Und die anderen selbst machen das natürlich auch. Die schließen sich hin und wieder auch bei dir an und schauen zu, was du so machst. Und dann wachen sie auf und denken, das war ja langweilig oder das war ja aufregend. Ja, oder man wacht auch aus einem Traum auf und denkt sich, wow, was ein Glück, dass das ein Traum war. Ja. Aber was immer in diesem Traum passiert sein mag, es ist Teil eines Anteils von dir, der eben das wirklich in dieser anderen Realität erlebt hat. Nur mit dem Unterschied, dass es nicht in deinem gewohnten Alltag vorgefallen ist. Das ist also so der Unterschied. Und das ist aber auch wiederum das Interessante daran, denn wir gehen davon aus, dass es eine Ganzheit des Selbst gibt. Und diese Ganzheit des Selbst, stell sie dir vor als einen Kirschbaum, hat all seine Selbste in all diesen alternativen Realitäten ausgesetzt, damit sie dort Erfahrungen machen können. Somit ist also jedes Selbst, das von der Ganzheit des Selbst ausgesetzt worden ist, wie eine Kirsche, die an diesem Kirschbaum hängt und eben seine Erlebnisse und seine Erfahrungen an das, ja, höhere Selbst oder auch Ganzheit des Selbst weitergibt. Jede Kirsche hat seine individuelle Perspektive. Jede Kirsche sieht aus seiner Sicht etwas anderes, was eine andere Kirche vielleicht nicht sieht und umgekehrt. Und das ist eben der Punkt dabei, dass die Ganzheit des Selbst all diese Selbste ausgesetzt hat in den vielen, vielen alternativen Realitäten. Ja, und wir gehen auch zusätzlich davon aus, dass wir schon wesentlich öfter gestorben sind, als wir es bemerkt haben.
weil du hast da eine kontinuierliche Realität, dein Alltag, und den durchlebst du. Ja, und es gibt natürlich auch viele Realitäten, die deiner extrem nah sind. Zum Beispiel gibt es jetzt auch eine Realität, wo Shiva und Jonathan auch ein Video drehen, aber wo ich zum Beispiel auf der linken Seite sitze und Jonathan auf der rechten Seite sitzt. Also es gibt wirklich sehr viele nahe Realitäten. Manchmal, wenn du schläfst, hast du ja auch dieses falsche Erwachen oder denkst, du hast gerade im Bett gelegen, mit deinem Partner gesprochen, wachst auf und merkst, nein, das war noch im Traum, aber jetzt bist du wach und sprichst dann mit ihm. Also wie gesagt, es gibt sehr, sehr viele sehr nahe, die direkt bei dir dran sind. Und manchmal kann es vorkommen, dass du zum Beispiel in deiner jetzigen Alltagsrealität gestorben bist, sei es durch einen Herzinfarkt, einen Unfall, es aber nicht mitbekommst und dann direkt in dieser alternativen Realität landest. Denn das heißt ja nicht, dass jede Realität mit einem bewussten Selbst besetzt ist. Sie existieren aber, diese alternativen Realitäten. Und wenn du in deiner Alltagsrealität stirbst, landest du in diesem alternativen Selbst und merkst gar nicht, dass du gestorben bist. Ja, da gibt es ja momentan den Renner hier, dieser Film Reptile heißt der. Da handelt es sich um einen ziemlich offensichtlichen Krimi, der jetzt nicht so empfehlenswert ist. Aber eine Szene darin war sehr gut. Ne? Und zwar träumte er, dass er den vermeintlichen Mörder getroffen hat, sich mit ihm verabredet hat. Und der hat dann plötzlich eine Pistole herausgeholt und ihn erschossen. Weil er eben als Polizist ihm zu sehr auf die Spur gekommen war. Und was passiert in der nächsten Szene? Er wacht in seinem Bett auf und denkt, Scheiße, was war das denn für ein übler Traum? Ja, das ist aber wirklich passiert. Und das ist nämlich der Punkt, den wir hier in diesem Video ansprechen möchten. Es heißt also, sobald du in einem Traum stirbst, durch einen Unfall oder durch ein Attentat oder durch eine Krankheit oder was auch immer, was ja auch durchaus passieren kann bei all den vielen Realitäten, die es von dir gibt, dass du in einem Traum sterben kannst. Und wenn du dann stirbst, kann es sein, dass die Ganzheit deines Selbst sich sagt, nee, also für dich ist es jetzt noch nicht so weit. Wir müssen diesen Tod überspringen. Du hast noch das eine oder andere zu erledigen und deine Realität, in der du dich befindest, die muss noch weiter aufrechterhalten werden. Also rangiert deine Ganzheit des Selbst oder Synonym höheres Selbst ganz einfach einen Wechsel, einen Realitätswechsel und lässt dich dann einfach im Bett erwachen, so dass es dir vorkommt, als wäre es ein Traum gewesen. Genau, man darf ja auch nicht vergessen, auch unser Alltag ist nur ein Traum. Das sollte man immer im Hinterkopf behalten, damit man die ganze Geschichte nicht als zu absurd sieht. Wir sind auch nach unserem Wissen schon 1-2 Dutzende Male jeder gestorben. Und ja, wir leben immer noch. Ja, richtig. Also ich erinnere mich noch zum Beispiel an einen Traum, da hat mich tatsächlich jemand erschossen. Ich weiß jetzt nicht, was seine Motive im Einzelnen gewesen sind. Jedenfalls hat er auf mich geschossen und hat mich dann auch irgendwann getroffen. Und ich bin dann zusammengebrochen und lag auf dem Boden und dachte noch, oh ja, jetzt bin ich tot. Ja, das fühlt sich aber ganz normal an. Also ich fühle mich eigentlich gar nicht tot, dachte ich dann noch. Das weiß ich noch. Und dann bin ich im Bett aufgewacht. Ja. Also wurde die Realität von Seiten des höheren Selbstes beziehungsweise der Ganzheit des Selbstes einfach gewechselt. Weil das höhere Selbst kann das halt. Ne? Das kann eben seine ausgesetzten Selbste dirigieren wie in einem Orchester. Und kann dann, wenn jemand in einem Traum stirbt, sagt, nee, du musst da nochmal dahin am besten. Ne? Weil deine Persönlichkeit, die wir da in diesem Traum ausgesetzt haben, hat eine gewisse Schlüsselposition und darum müssen wir jetzt diesen Tod überspringen. Geht nicht anders.
Und damit uns das auch nicht so auffällt, wird uns das einfach als Traum verkauft. Genau. Es muss nicht ganz so dramatisch sein, muss nicht gleich erschossen werden. Es kann auch was ganz Alltägliches sein, ein Autounfall, nein, oder Haushaltsunfall, alles Mögliche kann es einfach sein. Und es muss auch nicht eine wirklich nahe Realität sein. Es kann auch eine ganz andere Realität sein. Du würdest es trotzdem nicht bemerken, da du die Erinnerungen und die Informationen aus der anderen Realität natürlich eingespielt bekommst. Das sind dann plötzlich deine erlebten Erinnerungen. Das heißt, du würdest nicht mal merken, wenn du jetzt in Dortmund bist, in eine Steckdose fasst und plötzlich in Los Angeles aufwachst. Also alles ist möglich. Du bist dann der in L.A. und spielst genau da weiter, ohne Erinnerungslücken oder ohne überhaupt irgendwelche Lücken. Ja, und das ist auch das Spannende daran. Denn gehen wir mal davon aus, du wohnst jetzt gerade in Berlin. Ja. Und dort hat dir irgendein seltsamer Mafia-Boss, der ein ganzes Kartell um sich hat, eine seltsame Substanz gespritzt. Ja, und du stirbst daran. Und im nächsten Moment wachst du in Frankfurt in deinem Bett auf. Ja, warum wunderst du dich nicht und sagst dir, hab ich nicht in Berlin gewohnt? Das war ja ein komischer Traum. Nein, nein. Dein höheres Selbst arrangiert gleichzeitig einen Download der ganzen Realität, die du in Frankfurt erlebt hast, mit Schule, Eltern, wie du da hingezogen bist, allem drum und dran. Und lädt das einfach in dein Gedächtnis hinein. Und wenn du dann plötzlich in Frankfurt aufwachst, obwohl du in Berlin geboren wurdest, obwohl du dein ganzes Leben in Berlin verbracht hast, ist dann erstmal weg vom Tisch. Nein, du bekommst eine neue Vergangenheit hochgeladen und bist dann davon überzeugt, dass du schon immer in Frankfurt gelebt hast. Das ist der Trick dabei. Die Erinnerungen, die du jetzt in deinem Kopf hast, sind vielleicht deine, vielleicht aber auch nicht. Sie könnten durchaus von einer alternativen Version deiner selbst stammen. Das kannst du nicht nachvollziehen und wir auch nicht, weil man eben die Kennung dieser Erinnerungen nicht voneinander unterscheiden kann in dem Zusammenhang. Und das macht die ganze Sache natürlich dann sehr interessant, weil es kann durchaus sein, dass du gestern noch in Berlin gelebt hast und heute lebst du halt in Frankfurt und es war schon immer so. Du darfst die jetzt natürlich nicht gleich als fake sehen oder nicht als deine eigenen Erinnerungen. Was auch immer dir eingespielt wurde als Erinnerung, ist jetzt deiner persönlichen Realität und natürlich auch Erinnerung oder Teil deiner Ganzheit. Also du kannst nicht sagen, nein, habe ich nicht erlebt, gehört nicht zu mir, gehört jetzt zu dir. Ist jetzt einfach, ja, deins und nicht fake grundsätzlich deswegen oder abzulehnen. Aber davon mal abgesehen, würdest du wahrscheinlich eh gar nicht merken, dass du die Realität gewechselt hast und das würdest du dann auch gar nicht in Frage stellen, die neue Realität. Nein, das tut man nicht. Und das kennt man ja auch vom Träumen her. Ja, eben. Also. Denn wie oft träumst du nachts und schnallst gar nicht, dass du geträumt hast? Du bist dann plötzlich in München, hast anscheinend schon immer dort gelebt in dem Traum, hast auch dort deine Freunde, Münchner oder wen auch immer, mit denen du dich gelegentlich im Biergarten triffst oder in irgendeiner anderen Kneipe. Und hinterfragst es im Traum ja auch nicht. Und im Traum erkennst du auch nicht, dass es ein Traum ist unbedingt. In den meisten Fällen und bei den meisten Menschen verhält es sich ja so, dass sie in einem Traum gar nicht wissen, dass sie träumen, sondern halten den Traum für eine Realität, für die Alltagsrealität. Und da zeigt uns ja schon eigentlich dieser Umstand, dass wir in einer Alltagsrealität, sei es eine Alternative oder unsere gewohnte, die Erinnerungen und die Tatsache, dass wir uns eigentlich in einem Traum befinden, überhaupt nicht hinterfragt wird. Warum auch? Weil wir haben ja die Erinnerung an alles. Und über diese Erinnerung definieren wir uns selbst ja auch. Denn das, woran wir uns erinnern, das sind wir. Ja.
Vielleicht versteht ihr jetzt, was wir euch damit sagen möchten. Dass ihr eventuell noch gestern oder letzte Woche oder letzten Monat in einer ganz anderen Stadt gelebt habt, ganz andere Freunde hattet, ja, und jetzt seid ihr da, wo ihr jetzt seid. Und vielleicht seid ihr in einer anderen Stadt gestorben. Vielleicht seid ihr vom Fahrrad gefallen. Ja, oder seid aus dem Flugzeug gestiegen und habt plötzlich den Hitzetod bei 19 Grad erlebt. Alles möglich. Ja. Ja. Aber ihr müsst jetzt nicht denken, dass eure Erinnerung oder irgendwie die Realität verloren ist. Wenn ihr irgendwann wieder Teil der Ganzheit seid, ist nichts verloren. Alle eure Realitäten sind Teil der Ganzheit. Ihr werdet euch dann auch wieder an alles erinnern. Und genau, seht es nicht als etwas Getrenntes von euch, sondern als Teil der ganzen Erfahrung. Ja, eure Alltagserinnerungen sind in jedem Fall eingespielt vom höheren Selbst. Egal, auch in der jetzigen. Auch in der jetzigen. Sie sind eingespielt, weil ihr in Wirklichkeit ja wer ganz anders seid. Ihr seid ja in Wirklichkeit die Ganzheit selbst. Und das, was ihr jetzt meint zu sein, basiert nur auf euren Erinnerungen. Das ist alles. Und was sind Erinnerungen? Einfach nur elektromagnetische Verknüpfungen in eurem Gehirn. Das sind eure Erinnerungen. Und diese elektromagnetischen Verknüpfungen in eurem Gehirn können von einem höheren Selbst bzw. von der Ganzheit des Selbst arrangiert werden, ja, wie ein Puzzle. Ja. Und in Wahrheit bist du schon tot. Du lebst nur noch eine Erinnerung. In dem Sinne, tschüss. Ciao, macht's gut.